Was sind eigentlich Wehen? Wie fühlen sich diese an? Und was für verschiedene Wehentypen gibt es eigentlich? Genau darum soll es in diesem Video gehen. Viel Spaß beim Zusehen! Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar soll es in diesem Video um das Thema Wehen gehen. Und das ist wirklich ein Thema, was viele Frauen vom Beginn der Schwangerschaft bis zum Ende der Schwangerschaft bis zur Geburt beschäftigt. Einige haben Angst davor, Angst vor den Schmerzen. Wiederum andere freuen sich auf das Erlebnis Geburt und mal eine Wehe erleben zu können. Und dann kommt schon die Frage aller Fragen: Was ist eigentlich eine Wehe? Eine Wehe ist wirklich eine Muskelkontraktion der Gebärmutter. Das heißt, die Gebärmutter krampft sich zusammen, kontrahiert sich und entspannt sich wieder, wird locker. Wehen kann man ab der 20. Schwangerschaftswoche haben bis zum Ende der Schwangerschaft. Am Anfang sind es Übungswehen und später sind es dann natürlich Senkwehen oder Geburtswehen. Aber auf die verschiedenen Wehentypen gehe ich auch gleich nochmal ein. Eine Wehe generell baut sich langsam auf, also die Gebärmutter kontrahiert sich, wird ganz fest, dann entspannt sie sich langsam wieder und dann gibt es eine Pause. Das heißt, es gibt immer ein Anspannen, einen Höhepunkt der Wehe und dann baut es sich langsam wieder ab. Und man sagt immer, dass die Pause nach der Wehe doppelt so lang ist wie die Wehe an sich. Was sind Schwangerschaftswehen? Ab wann treten sie auf und was für Schwangerschaftswehen gibt es? Also es gibt ganz verschiedene Typen von Schwangerschaftswehen. Man kann sie wirklich Übungswehen nennen, manche nennen sie Alvariswellen, wieder andere Braxton-Hicks-Kontraktionen. Im Endeffekt fühlt es sich für euch alles gleich an. Sie beginnen ab der 20. Woche bis zum Ende der Schwangerschaft und die Gebärmutter übt für die Geburt und die Gebärmutterdurchblutung wird angeregt durch dieses regelmäßige Kontrahieren oder durch diese regelmäßigen Wehen, die der Körper auslöst. Und es ist wirklich nur ein Hartwerden und locker ohne Schmerzen. Ihr habt keinen Schmerz dabei, wenn ihr diese Übungs- oder Schwangerschaftswehen habt. In der Schwangerschaft, also je weiter ihr in der Schwangerschaft quasi seid, je weiter ihr in der Schwangerschaftswoche seid, desto häufiger treten diese Übungswehen auf. Also das heißt zum Beispiel ab der 20. Woche kommen die ein paar Mal vereinzelt in der Woche und in der 30. Woche habt ihr sie vielleicht schon täglich. Also man sagt so 4 bis 10 Mal täglich und in der Frequenz steigend. Diese Schwangerschaftswehen können ab der 20. Woche beginnen. Nicht bei allen Frauen beginnt das Punkt ab der 20. Woche, bei einigen 2 Wochen vorher, bei anderen 2 Wochen später. Und viele Frauen bemerken das auch gar nicht, weil wie gesagt, es ist nicht schmerzhaft, sondern es ist nur ein Hart- und Lockerwerden. Manche Frauen fragen mich auch, sag mal, sind das die Kindsbewegungen und wird dadurch der Bauch hart? Genau, aber auch das können Übungswehen sein. Also auch wenn das Kind zum Beispiel die Gebärmutter anschubst durch Bewegung, kann es eine Übungswehe auslösen. Und wie gesagt, ist es nicht für alle Frauen spürbar. Also macht euch deshalb überhaupt gar keinen Druck und gar keine Sorgen. Auch ihr habt auf jeden Fall Übungswehen und auch eure Gebärmutter übt für die Geburt. Was sind Senkwehen und wie fühlen sich Senkwehen an und ab wann treten sie auf? Ja, auch Senkwehen ist immer ein großes Thema. Ab der 36 plus 0 Schwangerschaftswoche treten üblicherweise Senkwehen auf, nämlich wenn sich das kindliche Köpfchen in euer Becken absenkt. Also erst ist es noch hier oben und durch die Senkwehen schraubt sich das langsam das Köpfchen in das Becken hinein. Ab der 36. Schwangerschaftswoche, man sagt 3 bis 5 Mal in einer Stunde, ist nicht ungewöhnlich und diese Senkwehe hält bis zu 30 Sekunden an. Bei manchen Frauen kommen die Wehen noch häufiger in einer Stunde und ziehen sich dann auch in unregelmäßigen Abständen über mehrere Stunden und bei anderen Frauen kommt es nur 1 oder 2 Mal am ganzen Tag vor. Auch das ist sehr unterschiedlich, auch in der Wahrnehmung. Beim ersten Kind ist es ganz häufig so, dass die Frauen gar nichts von den Senkwehen merken tatsächlich und wenn man das 2., 3., 4. Kind bekommt, sind die Senkwehen schon ausgeprägter spürbar. Das liegt daran, dass der Beckenboden schon vorbelastet ist, die Bänder, die Mutterbänder schon ordentlich ausgedehnt sind und dann drückt der Kopf natürlich schon früher nach unten und auf den Muttermund. Und dann merkt man das in Form von Schmerzen. Und Senkwehen können sich ähnlich anfühlen wie Regelschmerzen. Man fühlt den Schmerz in den Leisten, hinten im Rücken, dass es so ein bisschen drückt, unangenehm ist, wie als würde man seine Periode bekommen. Oder manche Frauen beschreiben es auch wirklich so, dass sie wirklich merken beim Laufen zum Beispiel, dass der Kopf nach unten drückt. Auch unter Bewegung können die Senkwehen oder Vorwehen auch genannt verstärkt quasi auftreten. Also wenn ihr viel in Bewegung seid, spazieren geht oder Fahrrad fahrt, dann ist es so, dass tatsächlich häufig mehr Senkwehen auftreten, als wenn man sich in Ruhe befindet. Und durch die Senkwehen schraubt sich nicht nur der Kopf ins Becken, sondern der Gebärmutterhals kann sich auch schon verkürzen. Ich sage extra kann sich verkürzen, bei manchen Frauen verkürzt er sich nämlich schon und bei anderen wiederum gar nicht. Das kommt auch so ein bisschen auf das Bindegewebe an, wie groß das Köpfchen ist, wie doll es wirklich nach unten drückt und in welcher Schwangerschaftswoche ihr seid.
weil die Senkwehen können ab der 36. Woche auftreten, können aber natürlich auch später auftreten. Und beim zweiten, dritten, vierten Kind kann es durchaus so sein, dass sich auch schon unter den Senkwehen manchmal der Muttermund 1-2 cm öffnet. Auch das ist nicht ungewöhnlich, heißt aber auch nicht unbedingt, dass es jetzt direkt losgeht. Was ganz gut hilft, um den Senkwehen etwas entgegenzuwirken, ist zum Beispiel warm duschen gehen, also warmes Wasser auf der Gebärmutter, auf dem Bauch beruhigt die Gebärmutter. Warm duschen gehen, warm baden gehen ist super und immer so eine Kombi machen aus sich bewegen und dann aber auch wieder ein bisschen entspannen, sich auf die Seite legen, führt dazu, dass die Senkwehen dann auch wieder verschwinden und ihr euch besser entspannen könnt. Wenn ihr aber merkt, dass durch das Baden, warm baden oder warm duschen die Wehen stärker werden und nicht eher verschwinden, sondern wirklich stärker werden, in kürzeren Abständen kommen und auch die Wehe an sich länger dauert, dann solltet ihr in die Klinik fahren und einmal abklären lassen, ob das vielleicht doch schon richtige Geburtswehen sein könnten. Dann kommen wir jetzt zu den Geburtswehen. Woran erkenne ich Geburtswehen und wie fühlen sich Geburtswehen an? Das ist tatsächlich gar nicht so einfach, weil es fängt immer gleich an. Die Geburt ist aufgeteilt in Eröffnungsperiode und Austreibungsperiode. Und in der Eröffnungsperiode ist es so, dass die Wehen anfangs sehr unkoordiniert kommen, in großen Abständen und auch noch nicht so schmerzhaft sind. Und dann werden die Abstände aber immer kürzer. Am Anfang ist es zum Beispiel alle 20 Minuten kommt mal eine Wehe, die euch vielleicht ein bisschen hier in den Leisten zieht und im Rücken. Und dann werden die Abstände kürzer. Plötzlich kommen die Wehen alle 10 Minuten. Und dann kommen sie plötzlich schon alle 5 Minuten und ihr wisst dann wirklich, dass es losgeht, wenn alle 2 bis 3 Minuten eine Wehe kommt und ihr euch während einer Wehe nicht unterhalten könnt. Das nennt man den Talk-Test. Das heißt wirklich, man kann sich während einer Wehe nicht unterhalten. Euer Partner fragt euch was und ihr sagt, nein, lass mich in Ruhe, ich kann jetzt nicht sprechen, weil ihr euch auf die Atmung und auf den Schmerz quasi konzentrieren müsst. Das ist wichtig zu wissen und dann ist auch wirklich der richtige Zeitpunkt spätestens, um loszufahren. Ihr könnt natürlich auch schon früher losfahren, einmal in die Klinik gucken, lassen, ob alles in Ordnung ist und wenn das Klinikpersonal befindet, ihr solltet da bleiben, bleibt ihr dort und wenn die sagen, nein, ihr habt noch Zeit, dann könnt ihr auch gerne ruhigen Gewissens nochmal nach Hause fahren und zu Hause einfach nochmal gucken, wann die Wehentätigkeit richtig in Gang kommt. Wie der Wehenschmerz an sich empfunden wird, ist ganz unterschiedlich. Einige Frauen merken die Wehen wirklich nur hier oben im Bauch, wiederum andere merken, dass sich die Wehe von hier oben nach unten ausbreitet, dass ein richtiger Druck nach unten geht, dass es in den Leisten zieht, hier hinten im Rücken, im Kreuzbein zieht und manche Frauen sagen auch, sie merken Druck in den Oberschenkeln. Da müsst ihr mal schauen, wie sich die Wehe für euch anfühlt. Das ist wirklich bei jedem sehr, sehr unterschiedlich, auch das Schmerzempfinden. Und es ist so, je häufiger die Wehen kommen, desto quasi, also sie kommen immer in kürzeren Abständen und in je kürzeren Abständen sie kommen, desto schmerzhafter werden sie auch, weil der Kopf natürlich immer weiter nach unten wandert und mehr Druck nach unten auf den Muttermund macht. Und das ist natürlich schmerzhaft. Und an sich wird die Wehe auch, je häufiger sie kommt, in der Intensität, also einfach stärker und länger. Wenn die Wehe am Anfang vielleicht nur 15 Sekunden war, ist es dann später so, dass sie dann schon 30 Sekunden bis eine Minute anhalten kann. Und die Pause ist dann immer doppelt so lang wie die Wehe in der Regel. Die Eröffnungsphase, sagt man, dauert so lange, bis der Muttermund 10 cm geöffnet ist im Schnitt. Und dann geht man quasi über in die Übergangsphase und dann geht es in die Austreibungsperiode. Die Übergangsphase ist die Phase zwischen der Eröffnungsperiode und der Austreibungsperiode. Das verläuft meistens schleichend, der Übergang. Und meist ist der Muttermund dann schon 8 bis 9 cm geöffnet. Die Wehen werden nun nochmal in der Qualität, also in der Schmerzqualität, nehmen nochmal deutlich zu. Das ist so, dass die Wehenabstände dann wirklich auch deutlich kürzer sind und die Wehe an sich deutlich länger dauert. Und dass es wirklich auch doll nach unten drückt. Viele Frauen beschreiben das so, dass die Eröffnungsperiode die Zeit ist, die am schwierigsten ist auszuhalten, weil man muss diesen Schmerz aushalten und kann nicht richtig aktiv mitarbeiten, außer natürlich die tiefe Bauchatmung und zu gucken, dass man die richtige Position für sich findet. Aber man muss irgendwie die Schmerzen aushalten, ausharren. Und in der Austreibungsperiode, die wird oft als angenehmer beschrieben, weil man aktiv mitarbeiten kann. Und durch dieses aktive Pressen ist der Schmerz auch nicht so schwer auszuhalten, sondern ist tatsächlich besser auszuhalten. Und ich persönlich empfand das auch so bei meiner Geburt, dass die Austreibungsperiode deutlich angenehmer war. Und man weiß natürlich auch, okay, jetzt ist Endspurt, es ist jetzt wirklich bald vorbei. Wenn du es wirklich nicht aushältst und die Wehen zu schmerzhaft sind, kannst du dir jederzeit auch ein Schmerzmittel geben lassen von der Hebamme oder vom Arzt, der im Kreißsaal tätig ist gerade. Auch das frag da gerne nach, sei da nicht gehemmt oder sag deinem Partner Bescheid, dass jetzt der Zeitpunkt ist für ein Schmerzmittel. Das ist überhaupt gar kein Problem und dann kann man gucken, was das richtige Schmerzmittel für dich ist.
Und versuche während der Wehe wirklich die tiefe Bauchatmung ausgeprägt zu machen, weil auch das nimmt wirklich die oberste Spitze des Eisberges, des Schmerzes, muss man schon sagen, dass das auch erleichtert. Und versuche in der Wehenpause wirklich zu entspannen, dass du wirklich die Muskulatur locker machst, dich hier im Rücken, im Becken locker machst. Und schau auch vielleicht, dass du deinem Partner vorher sagst, dass er darauf achten soll, weil in dem Moment ist man natürlich angespannt, verkrampft und denkt da auch nicht dran. Aber das ist ganz, ganz wichtig, in der Wehenpause Kraft zu schöpfen. Und jetzt kommen wir zur Austreibungsperiode, quasi der letzte Part der Geburt. Also da ist es häufig so, dass der Muttermund wirklich 10 cm geöffnet ist, das Köpfchen schon schön tief und fest im Becken sitzt und es jetzt quasi ans aktive Pressen und Mitschieben geht. Schau mal, was deine Hebamme sagt, wie sie dich anleitet und versuche es so umzusetzen. Man kann in der Wehe, auch wenn es noch nicht ums aktive Pressen geht, schon immer mal dem Druck nachgeben und mitschieben. Das machen auch ganz viele Frauen und finden das als sehr angenehm. Und dann, wenn es wirklich in die richtige Austreibung geht, also kurz vor der Geburt, dann wird dich deine Hebamme unterstützen und dich auch anleiten in der aktiven Pressphase. Dann ist es wirklich so, dass alle 1 bis 2 Minuten eine Wehe kommt und man versucht bis zu 3-mal in einer Wehe zu pressen. Beim Pressen ist es so, dass man immer versucht, sich rund zu machen, also wirklich den Kopf auf die Brust legt, den Rücken ein bisschen rund machen, die Augen schließen und dann wirklich versuchen und den Mund schließen und versuchen, nach unten zu pressen, nach Möglichkeit. Aber auch da wird dich deine Hebamme unterstützen und dich anleiten. Ja, und dann ist es auch schon fast geschafft und dann hast du dein Baby in den Armen. Natürlich erlebt jede Frau die Geburt und die Wehen auch anders. Das ist wirklich sehr, sehr individuell und nicht jede Geburt verläuft gleich und nicht verlaufen auch immer diese Phasen gleich. Also von daher, das war jetzt so eine Anlehnung daran, wie es laufen kann. Mich würde total interessieren, wie eure Erfahrungen sind, wie eure Geburtserfahrungen sind oder eure ersten Erfahrungen mit Wehen und wie ihr das gut aushalten konntet oder was ihr für Tipps habt gegen den Schmerz. Schreibt das gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm gerne einen Daumen hoch, abonniert den Kanal. Und dann sehen wir uns schon bald beim nächsten Video wieder. Bis dann!